Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance Stefan natürlich mal wieder. Und ja, unser SK Sturm ist ausgerutscht im Ländle 1:2 in Altach. Eine grauslige Partie, auch grauslige Platzverhältnisse. Es hat ja geschüttet ohne Ende, was man bei den TV-Bildern so gesehen hat. Und Sturm leider Gottes ja auch diesmal kämpferisch jetzt nicht so. Ja, man hat schon gekämpft, aber es ist halt nicht wirklich der Plan aufgegangen, sowohl spielerisch als auch kämpferisch. Die Altacher haben Sturm so ein bisschen niedergerammt. Und deswegen hat man leider nicht ganz unverdient verloren beim Tabellennachzügler aus Altach. Kommen wir zum Spiel. Die ersten paar Minuten fand ich Sturm gar nicht mal so schlecht. Die eine oder andere Chance oder Halbchance war ja schon gegeben, dass man eben schon im 16er für ein bisschen ja, leichte Verunsicherung bei den Altachern gesorgt hat. Der erste gefährliche Abschluss, der kam aber dann von den Vorarlbergern, zunächst über links wird der erste Schuss abgewehrt. Ich glaube, Fischer hat sich durchgetankt, eben auf links. Prüft Siebenhandel, der Wert gekonnt zur Seite ab. Der Nachschuss von Zazar, glaube ich, hieß der Kicker, haut ihn dann drüber. Aus sehr aussichtsreicher Position, muss man sagen, auch wenn der Winkel spitz war. Und ja, Sturm in dieser Szene bereits im Glück, dass man eben den Rückstand da nicht gleich nachgelaufen ist. In weiterer Folge trotzdem Sturm eher kontrollierender in der Anfangsphase oder eben dann auch nach guten 20 Minuten herum. Jakob Janscher hatte dann in Minute 20 aus halblinker Position, aus relativ spitzen Winkel schon, dann auch eine gute Aktion, also auch mit dem Abschluss übernimmt den Ball Volley, weil er ihm nach einem Abpraller vor die Füße landet und er geht dann knapp am Tor von Cobras im Altachkasten vorbei. Nur eine Minute später, dann aber die Führung für die Blackies, ein Ausschuss der Altacher vom Altach Goalie Cobras eben, der wird abgefangen von Jakob Janscher, der weiter mit dem Steinpass zu Kevin Friesenbichler über rechts. Friesenbichler dann nochmal mit der Hereingabe, mit der flachen, der Ball wird auch noch von einem Altacher abgefälscht, trotzdem landet der punktgenau vor den Füßen von Andreas Kuhren und der macht dann das 1:0 für den SK Sturm, Minute 21. Verdient, wie ich finde, zu diesem Zeitpunkt Sturm da effizienter in der Phase noch gewesen und man hatte das Spiel eigentlich gefühlt ganz gut unter Kontrolle eben. Danach das Ganze aus meiner Sicht eher verflacht. Altach hat sich ein bisschen reingekämpft, wenn man das so sehen möchte. Und kommt dann nach etwas mehr als einer halben Stunde auch zum Ausgleich. Allerdings muss man dazu sagen, leider unter kräftiger Mithilfe des Schiedsrichterassistenten. Freistoß über links. Die Flanke wird hereingezirkelt und dann ist Philipp Netzer mit dem Kopf zur Stelle und trifft eben zum 1:1 Ausgleichstreffer für Altach. Man muss gleich dazu sagen, klares Abseits muss man eigentlich sehen. Der Schiri hat es nicht gesehen. Man könnte sich jetzt natürlich grün und blau ärgern, aber bringt im Endeffekt ja nichts. Und somit ist Altach leider aus ihrer Hilflosigkeit ein bisschen hochgehievt worden und eben zurück ins Spiel gekommen. Sturm kann leider da auch nicht wirklich drauf reagieren auf den Ausgleichstreffer. Man hat dann, glaube ich, durch Dante war es, denke ich, noch einen Abschluss gehabt, knapp vor der Pause. Der Schuss ging aber dann doch klar drüber. Auf der anderen Seite zuvor auch die Altacher nochmal mit einem Schuss da drüber ging, aber dann ja wieder das gleiche wie gegen Rapid zuletzt. Man schläft schon in den letzten Minuten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und fängt sich noch einen Gegentreffer. Dieses Mal über die rechte Seite der Angriff der Altacher. Auf jeden Fall, ich glaube es war Meilinger, auf jeden Fall landet der Ball dann bei Fischer. Fischer setzt sich dann gegen die Sturmdefensive da durch mit vielleicht ein bisschen Ballglück, aber trotzdem gekonnt, ist da einfach entschlossener. Steht im Endeffekt dann vor Siebenhandel allein und schiebt ihn dann locker rein und trifft eben zum 2:1 für die Vorarlberger in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Und die zweite Hälfte, die war dann auch nichts, muss man ehrlich sagen. Also von Sturm offensiv ging ganz wenig. Auch bei den Alterern war es nicht die Welt. Die hatten, glaube ich, durch Obasi einen Kopfball, einen relativ gefährlichen und sonst auch den ein oder anderen Abschluss, wo Siebenhandel schon geprüft wurde. Also Siebenhandel fängt sich aber eigentlich alle Bälle relativ gut runter und hält eigentlich die Bälle auch sehr sicher. Ja, und bei Sturm ging nicht viel. Es war auch viel Gerutsche, viele gelbe Karten, gerade auch bei Sturmseite. Auch die weißen Altachdressen waren am Schluss gatschbraun und nicht mehr so schön strahlend weiß. Und es war eher eine Kampfpartie als alles andere, muss man auch dazu sagen. Sturm hat es kämpferisch zwar versucht, kommt aber in Wirklichkeit nur mehr einmal, glaube ich, so richtig gut fürs Tor. Das war so in der Schlussphase durch Bekim Barley mit einem Kopfball, der aber auch nicht wirklich 100% gefährlich ist. Und im Endeffekt war es dann das im Großen und Ganzen schon. Also wenn es was gab, dann waren es eher halb offensichtlich.
Offensivaktionen bei uns, die alle nicht richtig fertig gespielt werden konnten, auch weil die Altach es gut gemacht haben. Aber ja, im Endeffekt war es dann doch zu wenig. Altach feiert einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf und ja, für Sturm ist es leider wieder mal ein Rückschlag im Frühjahr. Man kennt es aus der Vergangenheit, es ist für mich jetzt nicht die ganz große Erkenntnis, dass Sturm sich im Frühjahr schwer tut, war auch so, vielleicht teilweise auch so ein bisschen zu erwarten, aber klar, die Niederlage in Altach hatte, glaube ich, kaum einer so wirklich auf den Schirm. Also von dem her, ja, diesmal blöd gelaufen, sehr, sehr schade. So langsam verstehe ich auch die Bedenken bezüglich der Offensive. Da wäre es vielleicht, ja, jetzt wohl eh nach dem Spiel doch nicht so blöd, da doch noch was zu tun. Schauen wir da einfach, ja, was denn da alles so passiert. Also von dem her, ja, würde ich sagen, war es das dann auch einfach mal wieder. Ihr schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zur gestrigen Partie sagt. Und an der Stelle vielleicht noch ein paar Worte in eigener Sache. Ja, auch der Lens-TV geht in den Lockdown, wenn man so will. Also ich werde erstmal keine Videos mehr machen, einfach aus dem Grund, dass ja dieses ganze Jahr Lockdown-Spiele, also Lockdown-Spiele ohne Zuschauer kommentieren, es macht einfach jetzt nicht den großen Spaß, ganz ehrlich, ohne da jetzt irgendwie mehr hineininterpretieren zu wollen, aber es ist halt nicht dasselbe, als wenn man selber im Stadion ist etc. Und irgendwie denke ich mir, okay, die Spiele kann man sich ja ohnehin anschauen, da braucht man ja jetzt nicht unbedingt so Vorbericht, Nachbericht dazu. Ist natürlich ganz nett so zum Ansehen, aber ja, verfehlt irgendwo doch seinen Zweck. Also deswegen werde ich erstmal keine Videos mehr machen. Mal schauen, ob, wann und ob überhaupt nochmal aufgesperrt wird bei der ganzen, bei dem ganzen Lockdown-Theater kann man es ja nicht vorwegsehen. Und ja, ob man überhaupt nochmal normal ins Stadion kommt, das werden wir auch sehen. Also normal, ohne Impfpass, ohne ID-Check, ohne irgendwelche anderen Dinge, die zu unserer Sicherheit dienen. Und ja, das werden wir uns dann einfach mal anschauen. Also ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, aber ja, soweit muss ich sagen, fehlt einfach gerade ein bisschen die Motivation, dem Ganzen mit dieser Begeisterung zu folgen, die man sonst hat. Und ja, deswegen werde ich eben mit den YouTube-Videos zumindest mal vorläufig, wie gesagt, man soll niemals nie sagen, aber ja, jetzt erstmal aufhören. Aber natürlich gibt es noch hier diesen letzten Nachbericht. Übrigens, wie gesagt, nicht das jetzt als Vorwand hernehmen, weil die Schwarzen verloren haben, damit hat das wirklich gar nichts zu tun. Ja, aber das Spiel gestern war trotzdem für die Fische, muss man ganz klar sagen. Also von dem, ja, wie gesagt, es hat mir viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch allen natürlich was. Und ja, vielleicht noch ein Nachtrag. Sollte Sturm in dieser Saison irgendwie, weil es ist ja gar nicht trotzdem noch immer nicht so unwahrscheinlich, sollte Sturm irgendwie einen Titel sich ergattern, ja, dann gibt es auf jeden Fall noch ein Video also von der Meisterparty. Also da, das kann ich euch auf jeden Fall garantieren, dass ich da dann doch was machen werde. Ja, aber ansonsten war es das dann erstmal komplett von mir. Ihr könnt mir gerne natürlich wieder in die Kommentare schreiben, was ihr zu der gestrigen Partie sagt. Und wir sehen uns dann einfach vielleicht irgendwann mal wieder hier bei The Lens TV. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen eine Freude bereiten mit den Videos. Ich habe sie sehr, sehr gerne gemacht. Vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal wieder hier bei The Lens TV. In diesem Sinne, euer Elias, nichtsdestotrotz natürlich auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.